Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crisis Core. Ein Kampf steht uns bevor. Ich weiß schon, was auf uns zukommt. Ich schaue nur noch einmal, richtiges Set, perfekt. Und wir starten ins Geschehen. Und hoffentlich sage ich nicht auf Wiedersehen. Halte durch, Angel. Halte durch, Freund. Kamerad. Angel! Angel! What? These guys aren't Muay Thai troops. Yay! Ifrit. A summon? Who called it out? Activating combat mode. Hey! Die Triebwürmlet mit Eis. Geil. Einfach nur mal zur Sicherheit. Nice. Bringing out the big guns. 8 Streich, Stufe 1. I'm feeling it. Gib ihm. Yes! Conflict resolved. Das war wieder ein Fehler, Zack. Immer wieder machst du dieselben Fehler. Oh! Hm. Für den ist es ja natürlich ein Hit, ne? Aber da immer so epische Auftritte, oder? Das ist ja unglaublich. Holy. Oh. Genesis. The missing soldier first class? They're identical. A Genesis copy. Copy? A human copy? Where's Angeal? I thought he was fighting around here. So he's gone too. What? Wait, what does that mean? It means Angeal has betrayed us as well. No way! I know what kind of guy Angeal is, and he'd never do that! Angeal wouldn't betray us. Never! Hier. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Spiel speichern. Er würde uns nie verraten als Errungenschaft auf Steam. Das ist Sheen. Wir können hier mal drüber speichern. Schön. Boah, bis jetzt ist richtig cool, muss ich sagen. Geht fluffig von der Hand.
What's with Angeal? How long is he gonna slack off like this? It's already been a month. Sephiroth's no help either. Lumping Angeal together with Genesis. Genesis is a deserter who took a bunch of seconds and thirds along with him. He used copies of himself to attack us. Angeal wouldn't condone something like that. His soldier honor means way too much to him. Everything's so messed up now. Angeal, just come back to us. Yeah, come back. Soldier Second Class, Zack. That would be me. Who is this? Director Lazard wants to see you. Go to the briefing room. Hey, wait! Ja, wer wird das wohl gewesen sein, hat die Stimme? Who was that? Sephiroth. Sephiroth. Wie ich ihn liebevoll genannt habe als Kind. He hasn't contacted his family either. So what's this about? A new assignment. I want you to go to the hometown of our missing soldier first class, Genesis. Huh? According to the parents, they've had no contact with Genesis whatsoever. But they can't be trusted. Why? They're his family. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. I had already dispatched some staff, but we've lost contact. I want you to go and investigate. He will go with you. Song of the Turks. Song. Jetzt wissen wir nicht, wie sein Name, wie ich ausgesprochen werde. Ich habe gesagt, Sing. Song. Let me know when you're ready to go. Also die Stimme ist, passt so gar nicht wie sein Aussehen eigentlich, obwohl es cool ist. Song wurde der DBW-Matrix hinzugefügt, nur Limitrausch freigeschaltet, Luftschlag. Zusätzliche Bilder für die DBW. Wenn Zack eine intensive Emotion erlebt und seine Bindung zu einem der diversen Charaktere enger wird, dann wird das Bild des Seriencharakters der DBW-Matrix hinzugefügt. Die DBW stehen mit Zacks Erinnerung in Verbindung. Wird ein neues Bild hinzugefügt, so werden manchmal bestimmte Erinnerungssequenzen abgespielt. Das haben wir ja schon kennengelernt. Oh, excuse me. Hello? Oh, hey. It's Consul. Did you read my mail? Und wie sieht's denn? Not yet. I'll read it later. I'm in a meeting in the briefing room right now. Gotcha. Hey, can I talk to you after that? I'm kind of busy, but if you can keep it short. Yeah, that's fine. All right. I'll be outside the briefing room. Da ruft uns an, ob wir seine Mail lesen. Das sind mir die liebsten Leute. Das sind so wie die anrufen, was meine WhatsApp-Nachricht bekommen. Schön. Beschwörungsmodus freigeschaltet. Nach dem Erhalt der Beschwörer-Materie können die DBW den Beschwörungsmodus wechseln, indem sämtliche Walzenbilder durch Bilder von Espern ersetzt werden. Stimmen alle drei Walzen ein, kannst du mächtige Esper wie Ifrit herbeirufen. Es lohnt sich also, Missionen anzutreten, bei denen du Beschwörer-Materie erhalten kannst. Beispiel Mission M811 Rückkampf gegen Ifrit. Konsul über Angeal. Von den ganzen seltsamen Gestalten und den Rang 1 Soldaten ist Angeal doch der einzige halbwegs normale. Dem würde ich blind folgen. Aus Sephiroth wird eh keiner schlau und Genesis ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, ein geselliger Bursche zu sein. Also der geistige Anführer von Soldat ist meiner Meinung nach eindeutig ein Angeal. Auf den Typen halte ich was. Bin echt neidisch, dass du bis vor kurzem so viele Einsätze an seiner Seite zugeteilt bekommen hast. Chocobo-Modus, was? Die Ifrit-Materie halt, nachdem du den folgenden Gegenstand in deinen Besitz gebracht hast, wird die DPW ein Bild hinzugefügt. Stimmen eine Fertigkeit Feuer der Hölle freigeschaltet. Das Tombori-Messer halten. Nachdem du den folgenden Gegenstand in deinen Besitz gebracht hast, wird dir DBW ein Tombori-Bild hinzugefügt. Ah, das sind jetzt vielleicht diese extra Sachen. Missionsbelohnung, Meister Tombori. Stimmen einer Todesstoß. Zauberpot-Tricks erhalten.
Nachdem wir schon ein bisschen Zauberbot der halbe Mission, Meister Tombow ausschaut nach einem Zauberbot und steht ihn zufrieden. Ich hab keine Ahnung, du. Aber ihr seht zum Beispiel auch schon, wir können keine Waffe ausrüsten. Also das Spiel geht hauptsächlich über diesen Accessoires. Waffen und so eine Geschichte. Naja, wir werden schon ein anderes Schwert dann bekommen. Ich glaube, wir kriegen schon, glaube ich, dann Waffen, aber es wird relativ rar sein. Wenn mich nicht alles irrt. Behebt Kampf und Fähigkeiten und regeneriert TP vollständig. Okay. Gut, wir sollen ja mit ihm mal kurz sprechen. Soldatetage. Bevor du auf eine Mission gehst, you should always remember to check the supply pod. Okay. You know, because we're not notified when it's been restocked. Rumor has it that it's because of the company's cost-cutting measures. Wir haben den US6. Einmal Blitz erhalten. Schön. Und jetzt müssten wir Missionen auch haben wieder. Der Missionskatalog wurde erweitert. Die Endphase des Wutai-Krieges, Verfolgung der Rebellen. Kriegen wir auch ein Elixier. Und irgendwie eine Truhe oder so, wahrscheinlich noch etwas extra. Während Missionen, du kannst dich normal auf der Karte bewegen und Kämpfe bestreiten. Das Abenteuer endet, wenn du kampfunfähig wirst. In diesem Fall hast du jedoch die Option, deine Ausrüstung zu wechseln und den Kampf zu wiederholen. Die Mission abschließen. Du kannst eine Mission abschließen, indem du den auf der Karte markierten Boss besiegst. Nach Abschluss einer Mission kehrst du zum Ausgangsspeicherpunkt zurück. Die Mission abbrechen, logisch, wir können sie auch abbrechen. Ne? Die Truhe steht hier vorne, wollte ich gerade sagen. Wir werden halt Missionen und das immer wieder machen, weil die sind sozusagen unser Levelfortschritt, wenn man so möchte. Damit können wir uns immer wieder mal stärken, wir haben einen Megadrank erhalten. Das dürfte schon der Boss sein, ne? Activating Combat Mode. Ja, das war nix. So, aber jetzt haben wir's. Ja gut. Complete resolved. Oh yeah. Ein Elixier. Mission erfüllt. Schön. Wir werden gleich einmal okay, Schutzweste. Wir werden jetzt einige Missionen hier dann gleich mal machen. Will man halt schaffen können. Das wird dann, aber es sieht verdammt geil aus, oder? Ich meine, klar, es ist jetzt nicht die Übung, aber die Details, wenn du das jetzt vergleichst mit PSP, allein dieser View, dieser Ausblick jetzt, 6er von hinten. Also wer das wirklich einmal auf der PSP sehen kann und jetzt diesen Unterschied, das sind Welten, Alter. Welten, Freunde. Ich meine, logisch, die PSP ist ja, keine Ahnung, wie alt ist die PSP? War schon 15 Jahre oder so. Oder wann ist Final Fantasy Crisis Core rausgekommen? Ist ja schon ewig, es ist ja schon alles so ewig lang her, ich kann es ja gar nicht sagen. Da verliert man schon irgendwie das Zeitgefühl. Okay. Activating Combat Mode. Oh, beide.
Zangeal. He's gone missing. I'll explain later. Things will escalate. Be prepared. Reichen 6 Erfahrungspunkte an bestimmten Wert, bleiben die DPD-Matrix gelegentlich bei 777 stehen. Wenn das geschieht, steigt Zack eine Stufe auf und all seine Parameter verbessern sich. Okay. Schutzweste einmal. Die müsste schon mal besser sein als der Bronzereif nochmal. Vitalität plus 30. Dafür fallen die TP runter. Jetzt müsste man halt wieder wissen, wofür Vitalität genau steht. Wir haben ATK, ist klar. Vitalität, also Vitalität ist sowieso für die Defensive, ich verstehe schon. Mhm. Ja, gut, ich meine, die Ohrringe bringen Magie, wir können auch die austauschen. Ja. Machen wir es einmal so fürs Erste, haben wir ein bisschen mehr Defense. Missionen gleich weitermachen. Analyse. Mission beginnt. Hier gibt es 3 Drohnen. Jagd auf Deserteure. Versuchen wir mal eine 2-Stern-Mission. Das Spiel besteht halt sehr viel aus diesen Dingen. Das muss man halt auch so sagen. Und das ist halt auch sehr wichtig zu machen. Ohne dem wird es schwierig, das Spiel zu schaffen. Das muss man halt ganz klar sagen. Und es gehört dazu, es ist Option. Deshalb werden wir auch die Missionen so gut ich kann halt machen. Sehr gut. Ein Heiltrank. So, den werden wir gleich mal schon brauchen. Und dann geht's schon weiter. Ist das schon der Boss? Weil könnte tatsächlich so sein, dann muss es hin. Okay, dann geht's hin, oder? Hier sind die Drohnen. Wir wollen natürlich alle sammeln. Megatrank. Ja, mich schon gewundert. Ich wollte schon sagen, kommt kein Gegner? Das würde mich ja wundern. Aber die hauen schon fetter rein, ja? Sehr schön. Ja, merkt man schon einen Unterschied. Ist schon schwieriger. Ether.
Da werden wir zur Sicherheit noch einmal einen Heiltrank reinballern. Kohle haben wir jetzt ein bisschen was verdient auch schon. Dann können wir es jetzt schon noch welche nachkaufen. Tja. Jetzt beim Zurückgehen kommen wir noch nicht. Sehr gut. Und jetzt da drüben der Bossfight, ne? Ich komme gar nicht hin. Jetzt beim Rückweg kommen die ganzen Gegner. FP frei, geh mal. Na, ich hab unten wieder mich verdrückt. Scheiße. Ich wollte eh einen Trank nehmen. Ich wollte jetzt keinen super Trank nehmen. Scheiße. Verdrück ich mich unten. Bin durchgeschalten wieder. Ja, Gott sei Dank. Komplett resolved. Oh yeah. Okay. Jetzt ist er da drüben. Ich hoffe, wir können jetzt endlich hin. Und dann hauen wir ihn auch noch nieder. In die Glieder. Sehr gut. Das war's mit dem Feldwebel. Analyse erhalten. Aber es ist schon härter. Kann man zwischenspeichern? Ne, ich wollte schon drüber schauen. Okay. So, wie sieht's jetzt hier aus? Materie haben wir. Jetzt auch noch Analyse. Man möchte es eigentlich auch des Ziels zu analysieren, ja, das ist klar. Wir haben Dunkelfeuer, Dunkeleis, wir haben Vita auf Meister. Also sind das sowieso. Ah, ich verstehe schon. Die Materie, ah, ja, ich gehe mal davon, ich habe das, ja, ich habe gedacht, das wird ein Eisgar und Eisra, Eisgar und so. Nein, nein, das sind, so läuft das. Das hat, also scheinbar jede Materie so seine 5 Stufen und bis dorthin ist sie dann auf dem Maximum. Und dann gibt es halt irgendwann, ne, Eis, dann wird halt Eisra kommen und. So ist das wahrscheinlich zum Verstehen. Ja, wir können jetzt natürlich bei der Ausrüstung Vita nutze ich im Moment ja sowieso nicht. Also könnte man Analyse reinklatschen aufs 1er Set. Im 2er Set haben wir Vita drin und dann lassen wir das einmal so. Einfach um Analyse hochzuleveln. Dann können wir uns noch Zusatzinformationen von den Gegnern holen. Ob wir sie brauchen, ist eine andere Sache. Und dann starten wir gleich weiter mit den Missionen, ja.
Muskelgurt. Ein entkommener Wutheilkrieger hat sich in den Slums von Midgar versteckt. Mhm. Haben wir noch schlichte Einser-Missionen? Feuer kriegen wir hier. Einfach mal das Einfache machen. Activating Combat Mode. Ifrit! Aua! Ja, jedes Mal hat er mich damit. Ich komm nicht rauf. Was ist denn jetzt? Ich habe ja EP frei. Nice. Conflict resolved. Aber das mit dem Anvisieren ist ein bisschen blöd. Da habe ich eine blöde. Ja, wie sagen wir jetzt? Blöde Optik. Ein wenig kommt mir vor. Suche nach Gegenständen, stillgelegte Kohle mit Phönixfeder. Ja, dann weiter, ne? Dann haben wir uns nach Phönixfeder. Wir haben schon 1% Fortschritt. Aber mal vorstellen, wie viel da noch kommt. Bei der PSP, glaube ich, habe damals ja alles gehabt. Also, wie ich jeden Gegner erledigt, das war ja wie ich. Was ich da reingegrindet habe. Kann man sich gar nicht vorstellen. Oh, süß, ne? Blübelauge. So. Machst du das schon nicht? Drohnen haben wir zumindest einmal. Was ist der Gegner? Bist du der Gegner? Ja. Activating Combat Mode. Later. Oh, Alter, ich komm nicht weg. Oh. Also manchmal, gell? Kommst nicht weg, also. Komm mal vorne da. Ja, ich. Aber in alle Dinger bin ich eine, oder? Dankeschön. Eine Phönixfeder. Die wurde gebraucht.
Gut, dann haben wir eine weitere Mission. Labor haben wir abgeschlossen. Schatz einer einsamen in Schokobo Armband. Ich möchte gleich gerade wissen. Sagt der Materie, die Jagd beginnt. Rückkampf gegen Ifrit. Ein neues Bild wird hinzugefügt. Wir nochmal gegen Ifrit kämpfen. Ne, bitte, dann machen wir es eben noch einmal. Activating Combat Mode. Weil jetzt kann er nicht tun, weil er einen Schweigemodus hat. Ja geil, wenn sie immer daneben geht. Dankeschön. Das ging gut. Ifrit-Material. Ifrit wurde der DBW-Matrix hinzugefügt, nur ein Limit-Rausch freigeschaltet. Nach dem Erhalt der Beschwörer-Materie wechselt die DBW-Matrix gelegentlich in den Beschwörer-Modus. In diesem Modus werden alle Walzen zu Beschwörungsmodus-Bildern. Wenn diese Bilder übereinstimmen, wird eine entsprechende Limit-Rausch-Technik dem Repertoire hinzugefügt. Limit-Rausch-Technik einsetzen. LR. Okay, da müssen wir. Ah. Linker Stick und rechter Stick reindrücken. Sack der Materiejäger. Die Jagd beginnt. Raichinko-Nesträuber. Uns sind Informationen über eine Materie zugeteilt. Zuteil geworden, die sich im Nest des Raichinkos auf einer einsamen Insel befinden soll. Begib dich unverzüglich dorthin und versuche in den Besitz der Materie zu gelangen. Blitz kriegen wir da. Gut, das können wir machen. Oh weh. Der Springern, so wie gesagt. Rausch, Rausch. Oh, yeah. Ja, den Rausch schauen wir mal raus. So. Ausgerauscht. Dann haben wir die der Ruhe. Super Drank, toll. Du bist es. Und die wird wahrscheinlich Blitz toll, ne? Mal die Schwäche ausgenutzt, fertig. Blitz erhalten. Gut, geht aber auch gegen Feuerschwache, interessant. Mal sind ja die geflügelten Gegner immer gegen Blitz anfällig. Gut, wir haben es normalerweise soweit erledigt. Es sind natürlich noch die Stufe 2 Dinger. Wenn uns das Schokobo anband, könnten wir uns ergattern. Vielleicht bringt es was. Wir können ja mal reinschauen. Es wiederholen sich dann halt auch natürlich die Gegenden. Ne? Ihr seht schon, steht nur die Truhe ein bisschen anders. Ein Elixier gönne ich mir. So. Activating Combat Mode. Ja,
Sehr gut. Oh yeah. Das ging ja gut. Na? Schokobo-Armband. Schön. Das war ja schon fast zu leicht. Wieder die Mission weiter zur Ausrüstung. Schokobo-Armband bringt FP. Ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft habe. Slum-Schnitzeljagd. In den Slums sind Monster aufgetaucht. Sprung wird man bekommen. Okay. Schauen wir mal rein. Die Zweierstufen gehen ja noch irgendwie. In den Slums. Schaut ja cool aus. Also ich finde, teilweise sieht es geiler aus als beim Remake sogar. Wenn ich das jetzt so im Kopf habe. Also ich weiß nicht, irgendwie wirkt so. Activating combat mode. Out of the way. Die Wirbelattacke ist gestiegen. Wir suchen natürlich die Drohnen. Drei Stück soll es hier geben. Activating combat mode. Ich glaube, da drüben habe ich eine gesehen. So. Da haben wir eine. Also da hinten war auch eine. Okay. ATK-Booster halt. Sehr schön. Da abbrechen wollen wir gar nichts. Ich möchte nur in Gegenstände einen Heiltrank nutzen. Da hinten habe ich auch schon eine gesehen. Da drüben. War ich bald vorbeigelaufen dran. Oh. Und ich bin tot. Geil. Nochmal versuchen. Alter, er mit seinem Feuerer ist schon ein bisschen brutal. Der da Activate mit trifft, ist vorbei. Ich komm nicht weg, er bewegt sich nicht. Der Blöder. Ja, ob ich das hinkrieg. Activating combat mode. Bring it on. Na, was? Ich drück den falschen Knopf. Ja, noch 100 Mal lang. Activating combat mode. Ist nicht so ohne. Sprint erhalten. Sprint, geschwind. Warte mal, wir müssen unbedingt heilen. Ja, da haben wir auf was einlassen. Na, kann ich flüchten? Okay. Ja, super. Take that!
Conflict resolved. Bei ihr mache ich mir eh weniger Gedanken. Aber der Ding ist halt lästig. Activating. Wo ist denn die scheiß Truhe? Conflict resolved. Oh yeah. Drüben. Activating combat. Ja, natürlich. Das ist schon schwieriger jetzt hier, ja? Supertrank. Lass mich mal schauen, was bekommen wir hier für Gegner. Activating combat mode. Ja, dann geht mit dem. Yeah! Geil! Oh yeah! Mit Mühe und Not bringen wir sie in den Tod, aber wir haben es geschafft. Wir haben Sprung erhalten. Schön. Mission erfüllt. Es erfüllt mich mit Freude. Puh. War heftig. War schon wilder jetzt, ja. Also ich denke, für den Rest brauchen wir das schon mehr. Aber wir können mal bei Materie reinschauen. Sprung haben wir jetzt. Sprint. Führe mit RB im Austausch gegen FP einen Sprint aus, okay? Statt zu blocken. ATK Boost, den werden wir uns. TP Boost. Was haben wir jetzt noch bekommen? Sprung, ne? Wo ist das denn? Da ist er. Er möchte einen Sprungangriff, ne? Klingt schön. Die Wirbelattacke. Set 2, wir werden einmal hier. Oh, normalerweise levelt es ja dann hier mit, ne? Oder? Sprung reinhauen. Hat der das. Achso, weil das nicht. Ah, weil nicht gespeichert gehabt. Ich depp. So, wir tun hier den TP-Boost rein und dann tun wir auch den ATK-Boost rein. Hier möchte ich diese Materie reinhauen, die halt unsere Statuswerte einfach nur erhöht, weil scheinbar erhöht es das auch, wenn wir nicht im Set drinnen sind. Hm? Und das ist nicht schlecht. Wir können so in Set 1 bleiben, haben Analyse, Wirbelattacke und. Das ist gut. Jetzt schauen wir noch weiter bei den Missionen. Ja, jetzt kommen schon die Dunkelopal. Ich glaube, hier werden wir nicht viel Chancen haben. Beim Wutai-Krieg eventuell die Rebellen. Muskelgurt wird noch bekommen. Sind wir geheilt? Normalerweise sind wir ja geheilt jetzt, ne? Und dann mache ich diese Mission noch. Die Wutai-Mission. Dann haben wir schon einmal zumindest so weit vieles erledigt. Und dann können wir schon wieder mit der Story weitermachen. Ich sag, diese Sachen gehören halt dazu, weil sie halt einfach den Storyverlauf fördern. Ne? Du wirst ja dadurch stärker. Wir kriegen eben, ich sag, Ifrit, Beschwörungsdinger und. Also wir müssen das ja alles mitnehmen. Gegen Ausrüstungsgegenstände, die wir brauchen. Activating Combat Mode. Take that! Hot! Got!
Ja, 230 muss nicht sein, mein Freund. Hä? Ja, das hat. Ich hab gedacht, der ist schon. Das unten hat man das Video abgelenkt damit. Okay. Immerhin Blitz. Ohne Witz. Sehr gut. Gegenstände. Heiltrank reinklatschen. Und dann hoffen wir, dass wir den Gegner wegklatschen da drüben. Activating Combat Mode. Sehr schön. Oh yeah. Haben wir ihn erledigt. Man muss gut, das müssen normalerweise ATK erhöhen. So wie ich das im Kopf habe. Ja, dann kommen schon die drei Sterne. Steilimpuls. Ist das eine Waffe? Möglich. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls. Da sind wir hier jetzt soweit fertig, ne? Irgendwas wollte ich jetzt noch, soll ich es vergessen. Also, wir haben Ausrüstung bekommen. Genau, mein Gott, mein altes Hirn. Bronzereif. Könnte man jetzt natürlich gegen den Muskelgurt tauschen. ATK, Vitalität, natürlich würde TP runterfallen. Aber damit bin ich einverstanden. Ja gut, Freunde, dann werde ich vielleicht sogar offscreen einfach mal diese Mission, diese Dreier probieren, weil Steinimpuls, ich bin mir sicher, ist das eine Waffe? Das wäre ist schon sehr lange her, wo ich das alles gespielt habe, deshalb bin ich mir nicht sicher. Probiere mal offscreen, ob man wirklich eine Waffe bekommt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge vielleicht schon mit der anderen Waffe. Schauen wir einfach einmal. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüssi.